Moin, einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei Max Beachshow Community. So, wir haben noch ein Paketchen, aber ein Paket, eine Kiste eigentlich, die ich tatsächlich namentlich jetzt nicht zuordnen kann. Doof gelaufen, aber es wird nicht so. Aber ich lasse es trotzdem mal laufen. Wenn du dich selber erkennst, kannst du mal gerne den reinpacken. Ich habe nur manchmal, ich habe das so ein bisschen so, dass ich mir nicht weiß, wo es herkommt oder was. Ist ein bisschen scheiße. Hier ist doch Bauschaum. Ach, egal. Und was soll ich tun jetzt? Ne? Ich will es trotzdem zeigen. In diesem Sinne, los geht's! Hier, das ist das Zeug. Einmal hier eine Tüte mit mehreren Filtern. Dann haben wir hier nochmal New Beetle Teile. Und mal hier. Wow, Fiat Panda. Oh, der ist doch niedlich. Luftfilter sind das, ne? Das ist ein Innenraumfilter, das ist das 4er B. Hier haben wir nochmal Mazda 3. Voll geil, wenn es beschriftet ist. So kann ich es auch gebrauchen. Fühle ich jetzt. Danke, weil... Ich habe auch ganz oben ganz, ganz viele Filter. Kistenweise liegen, habe ich wirklich viele. Aber das Problem ist, die sind meist nicht beschriftet. Da sind noch ein paar Filter, sehe ich gerade. Die können auch auf dem Dachboden. Ach, scheiße, da oben. Egal, ey. Oh, ich wieder. Naja, egal. Pass auf, machen wir weiter. Teppich. So. Ne, so. Gut. Weiter geht's. New Beetle haben wir am Start. Dann haben wir hier Mazda 3 Zündkerzen am Start. Alter, was, ein V6 oder sind viele Kerzen drin? Krass. Aber die können alle ins Kerzenlager nachher. Hier Gummilager für, steht nicht drauf, sind die besten. Solche Sachen sind immer schwer zuzuordnen, ne? Wenn du sowas hast, Stabilager sind das. Hier Ölfilter, Dieselfilter oder auch ein Ölfilter. Ölfilter, eine Tüte, Ölfilter, das sind alles Ölfilter, verschiedene Autos. Hier auch nochmal Zündkerzen, die kommen zu den Kerzen, weil da haben wir extra Kisten für tatsächlich. Mittlerweile habe ich entschieden, die Sachen immer so zueinander packen. Zündkerzen und das relativ einfach so machen. Auch für sowas habe ich eine Tüte mittlerweile. Eine extra Dingsentüte, eine extra Gummitüte. Klingt komisch, ist aber wirklich so. Lustig an dieser Gummitüte ist eigentlich, also Auspuffgummitüte. Ich packe das mal jetzt mal hier hin, weil ich keinen Bock habe, zu laufen. Die Auspuffgummitüte zum Beispiel, die ist von Rainer tatsächlich. Und die haben wir einfach nur weiter aufgetütet. Aber noch was? Querlenker am Start. Geil, Mann, hier ist alles bei. Radlager. Also wenn wir so Mazda 3 hätten oder was, könnte man es gut machen. Das Problem ist halt immer, man weiß nicht, was das ist. Steht doch meistens nicht drauf. VW Audi steht hier auf jeden Fall drauf. Spurstangen-Endstück. Da packe ich mal oben ins Lager. Ist ja nicht weg. Ne? Nur mal eben so dazu. Und ein kleines Video, wa? Okay. Was soll's? Kannst du nicht ändern. Aber ich kann mal mein Lagerprinzip zeigen. Nehmen wir mal die Kerzen hier alle mit. Und dann haben wir hier Kerzenkisten, seht ihr das? Ja, ist ein bisschen zugekabelbindert gerade, aber hier sind Kisten, die eigentlich nur Zündkerzen drin sind. Mehrere tatsächlich. Und eigentlich bisher, ne, auch wenn es ein bisschen tüdelig aussieht, ich habe mir was gefunden, also zündkerzenmäßig. Ich habe schon Ewigkeiten keine Zündkerzen mehr kaufen. Auch das letzte Mal schon, das war aber für den Opel Omega 3000 tatsächlich. Sonst bisher eigentlich immer relativ cool, weil du bist weggekommen. Willst du mehr, ne? Gut, da würde ich mal sagen, davon ist ein kleines Ding hier eigentlich, videomäßig, aber ich wollte es halt zeigen, aber ist auf dem Videokanal, deswegen ist ja nicht so mega dramatisch, wenn es ein bisschen kürzer ist. Das ist auf jeden Fall cool, vor allem das ist cool, weil den will ich immer haben, Panda. Kommt auf den Dachboden, ich sortiere das morgen ein. Nachher noch, sonst war wieder alles unordentlich. Dann fange ich wieder mit der alten Scheiße an wie vorher. Und dann hier haben wir es da. Dankeschön. So, haut rein, munter, bis zum nächsten Mal. Ciao.